zum spektakulären Mord. Polizei tappt im Dunkeln. Extrablatt. Keine neuen Erkenntnisse im Mordfall des Jahres. Lesen Sie alles im Extrablatt. Es war einer dieser Tage, an denen ich besser auf mein Gefühl gehört hätte. Als Polizist entwickelt man mit der Zeit sowas wie einen sechsten Sinn. Aber leider bildete ich mir mal wieder ein, es besser zu wissen. So eine Woche Urlaub bringt einen schon auf verrückte Gedanken. Eine Woche, in der man tun und lassen kann, was man will. Weg von der Arbeit, weg vom Verbrechen. Tja, was lag da näher als Doreen Sullivan endlich den lang versprochenen Besuch abzustatten. Sie wohnt unten an der Südküste in einem Kaff namens Brixham. Ehrlich gesagt habe ich nie verstanden, warum sie nach der Polizeischule nicht in London geblieben ist. Ihr stand buchstäblich die Welt offen und sie war cleverer als manch einer aus ihrem Jahrgang, mich eingeschlossen. Aber sie wollte in die Provinz und das hat sie auch durchgezogen. Ich bin zur Spurensicherung und irgendwann beim Yard gelandet. Da wird aber auch nur mit Wasser gekocht. Aber zurück zum Anfang. Irgendwas sagte mir schon auf der Hinfahrt, dass der Urlaub nicht ganz so laufen würde, wie ich ihn geplant hatte. Die Grundstückpreise hier im Süden müssen deutlich unter dem Londoner Niveau liegen. Robin, du bist da. Du bist endlich da. Hey ho. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich schon viel früher gekommen. Komm rein. Ich hoffe, ich werfe deine Wochenendplanung nicht komplett über den Haufen. Nein, ganz und gar nicht. Wie lange kannst du bleiben? Lass mal sehen. Heute ist Samstag und ich habe die ganze nächste Woche Urlaub. Dann bleibst du. Ich lass dich keinen Tag vorher gehen. Okay. Dann werde ich aber noch ein paar Kleinigkeiten besorgen müssen. Ach, das können wir später unten im Ort erledigen. Hast du schon gefrühstückt? Noreen, du kennst mich doch. Wann bin ich schon mal mit Frühstück aus dem Haus? Jetzt wissen müssen. Dann frühstücken wir zwei erstmal zusammen. Hier lang. Ich hatte ja gehofft, dass sich Noreen über meinen Besuch freut, aber sie war völlig aus dem Häuschen. Es kam mir fast so vor, als hätte sie die vergangenen 5 Jahre nur darauf gewartet, dass ich irgendwann vor ihrer Tür stehe. Und vielleicht lag ich da gar nicht so falsch. Möchtest du auch noch Kaffee? Gern. Wenn ich mich hier so umsehe, dann weiß ich, dass du in den letzten Jahren offenbar alles richtig gemacht hast. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass du mittlerweile die Abteilung für Gewaltverbrechen leitest. Der Posten war neu zu besetzen und ich so verrückt, mich dafür zur Verfügung zu stellen. Sie hätten keinen besseren bekommen können, Noreen. Danke. Wie ist Brixham so? Och, es ist wunderschön hier an der Küste, Robin. Und die Menschen sind alle freundlich und gehen offen auf dich zu. Ganz anders als in London. Ich hatte eigentlich auch erwartet, dass mir Mr. Sullivan die Tür öffnet. Das war einer der Gründe, warum ich nur sehr wenig Gepäck mitgenommen habe. Es gab fast einen Mr. Sullivan, Robin. Tja,
Tja, muss an meinem kriminalistischen Gespür liegen, dass ich mir prompt das Fettnäpfchen aussuche. Ach, ist schon eine Weile her. Phil und ich waren auch nicht verheiratet. Und du? Tja, ich bin wohl immer noch nicht reif für eine Bindung und ich wohne auch noch in derselben schäbigen Wohnung. Aber du bist doch mittlerweile beim Yard. Ah, sieh mal einer an. Sie haben Erkundigungen über mich eingeholt. Natürlich. Ich habe in letzter Zeit viel an dich gedacht, Robin. Warum hast du mich nicht angerufen? Ich wäre sofort gekommen. Aus Gründen, die dir bekannt vorkommen dürften. Ich war mir nicht sicher, ob nicht Mrs. Maynard ans Telefon gehen würde. Zeig mir die Frau, die es bei meinen Arbeitszeiten länger als eine Woche mit mir aushält. Ich schaff's ja nicht mal, die Viecher in meinem Aquarium durchzubringen. Die Dunkelziffer der verhungerten Fische dürfte mittlerweile so, naja, dreistellig sein. Du ahnst nicht, wie sehr ich dich vermisst habe. Hm? Komm her. Die Details der folgenden 2 Stunden gehen nur Noreen und mich etwas an. Aber so viel sei gesagt, bis zu diesem Tag waren wir nur gute Freunde gewesen. Doch wir hatten einander mehr vermisst, als es uns eigentlich bewusst war. Für die Parkgebühren hier darfst du in London einen Parkplatz nicht mal ansehen. Was glaubst du, warum ich mir so ein Haus leisten kann? Was brauchst du? Ein paar Socken, Boxershorts, Sleeveshirts. Das bekommen wir alles davon. Okay. Oh, das waren wohl deine Kollegen. Wenn es wichtig wäre, hätten die mich über meinen Piepser an. Meintest du zufällig diesen Piepser? Genau den. Okay. Sullivan, was gibt's, Phil? Gut, ich fahr gleich mal vorbei. War das der Phil? Das ist das Problem, wenn man sich mit Kollegen einlässt. Ja, davon sollte man die Finger lassen. Wo brennt's denn? Etwas außerhalb, Seaside View. Da stehen lauter alte Villen. Klingt interessant. Interessanter als ein Sockenkauf jedenfalls. Es macht dir nichts aus? Nori. Okay. Fahr los. Kasten. Können Sie mir sagen, wo ich Inspektor Miles? Ah, da ist er ja. Und, was für unsere Abteilung? Kann ich noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Sieht aber auf den ersten Blick alles nach einem Unfall aus. Opfer? Ein Mr. Gibbons. Lebt offenbar allein. Noch ein Single mit Prinzipien. Gehört der Spaßvogel zu dir? Der Spaßvogel heißt Maynard. Er ist von Scotland Yard. Was will denn der Yard hier? Hier geht's nicht um Jack the Ripper, sondern um einen harmlosen Brand. Wenn Sie einen Toten als harmlos bezeichnen, dann muss das ja wohl hier eine ziemlich raue Gegend sein. Er ist zu Besuch. Ist das Feuer gelöscht? Ja, war lediglich ein Schwelbrand, aber der hatte es in sich. Brauchen wir einen Atemschutz? Nein, die Feuerwehr hat bereits mit Ventilatoren das komplette Erdgeschoss durchlüftet. Na dann. Sie wollen mit rein? Natürlich nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Mr. Maynard ist von der Spurensicherung. Wie du. Na, großartig. Du stehst also auf Jungs, die dir die Fingerabdrücke abnehmen können. Verstehe. Das Leben steckt voller Geheimnisse. Das Feuer ist in der Küche ausgebrochen. Dabei hat es aber nur vor sich hingekokelt. Weißt du schon, was das Feuer ausgelöst hat? Denke schon. Dort geht's in die Küche. Der Ruß liegt hier fingerdick. Ja, neben dem umgestürzten Tisch. Sieht aus wie ein Elektrogerät. So ein Heizlüfter. Offenbar hat dieser den Brand ausgelöst. Und wie? Ich bin mit meinen Ermittlungen noch nicht fertig. Und wo ist das Opfer?
Hier. Oh. Oh, mein Gott. Ja, kein schöner Anblick. In der Besenkammer? Mr. Gibbons hatte keine Chance. Er ist erstickt. Kurz vor seinem 75. Geburtstag. Es sieht beinahe so aus, als hätte er sich zum Sterben hier hingesetzt. Möglicherweise hat er in dem dichten Qualm die Orientierung verloren. Wenn nicht das erste Mal, dass Menschen im dichten Qualm in Panik geraten, sodass sie jeden Sinn für die sonst so vertraute Umgebung einbüßen. Eine sehr wackelige Theorie, Mr. Scotland Yard. Mr. Gibbons war blind. Er hat vor über 20 Jahren sein Augenlicht verloren. Ihm hat der Rauch sicherlich weniger die Sicht als den Atem genommen. Ja, ist auch eine Theorie. Ja, zu, Noreen. Tut mir leid, dass ich dich hierher gebeten habe. Ich bin sowieso fertig mit meinen Ermittlungen und werde jetzt die Fotos auswerten. Der Brandsachverständige dürfte gleich hier aufkreuzen. Ja, wir sehen uns dann Montag im Büro. Okay, bis Montag. Im Übrigen war nett, Sie kennenzulernen. Ja, ich glaube, er hat mich direkt ins Herz geschossen. Tut mir leid, Robin. Ich hätte es wissen müssen. Eifersucht war schon immer seine Stärke. Das stört mich nicht. Und wenn du nichts dagegen hast, dann hole ich mal kurz meine Kamera aus dem Wagen. Wozu? Phil hat den Tatort doch bereits fotografiert. Er ist dabei äußerst gewissenhaft. Tja, sollte man bei einem Beamten der Spurensicherung auch erwarten können. Ich kann mir nur leider nicht vorstellen, dass er mir seine Fotos freiwillig zeigen wird. Aber warum willst du denn das alles nochmal fotografieren? Ach, nur so. Okay. Wenn es in meinem Leben sowas wie eine gute Angewohnheit geben sollte, dann ist es sicherlich der Umstand, dass ich immer meine Fotoausrüstung im Wagen dabei habe. Urlaub hin oder her, aber in dieser Räucherkammer stimmte etwas nicht. Tja, und oft helfen einem Fotos und Dosenbier schneller weiter als jede noch so plausible Vermutung. Bin gleich fertig. Gleich. So, das dürfte es fast gewesen sein. Und was fehlt noch? Würdest du bitte die Tür zur Besenkammer aufhalten? Ja. Ich möchte Mr. Gibbons noch ablichten. Ja, ja, genau so ist es ausgezeichnet. Okay. So, das war's. Danke. Dann lass uns jetzt verschwinden. Von dem Brandgeruch kriege ich Kopfschmerzen. Einverstanden. Zaungast? Eine junge Frau. Was ist hier passiert? Wo ist Mr. Gibbons? Tut mir leid, Madam, aber Sie können vorläufig nicht ins Haus. Aber warum nicht? Was? Würden Sie bitte die Feuerwehrleute vorbeilassen? War er das unter dem Tuch? Ich fürchte ja. Mr. Gibbons ist bei einem Brand ums Leben gekommen. Bei einem Brand? Gott, wie furchtbar. Darf ich fragen, wer Sie sind? Sally Prescott. Mr. Gibbons Gesellschafterin. Sie besuchen ihn regelmäßig? Jeden Tag von 12 bis 16 Uhr. Demnach war Mr. Gibbons alleinstehend. Ja. Sind Sie von der Polizei? Von der Polizei. Aber wie ist das denn nur geschehen? Gestern Abend war doch alles noch in Ordnung. Das steht noch nicht genau fest. Ein Brandsachverständiger muss das Haus noch untersuchen. Ein Feuer. Und ich war nicht da. Miss Prescott, würden Sie bitte einem der Officer Ihre Adresse zu Protokoll geben? Wir melden uns dann bei Ihnen, wenn wir noch Fragen haben sollten, okay? Selbstverständlich. Alles in Ordnung? Du warst so still. Entschuldige, aber ich wollte mich nicht einmischen. Mir ist eben klar geworden, dass ich der eigentliche Zaungast bin. Und warum dann die Fotos? Hast du neben deinem Beruf eine morbide Sammelleidenschaft? Wer weiß. So, wo waren wir vorhin stehen geblieben? Vielleicht hier? Und ich dachte, es wäre beim Einkauf gewesen. Hey!
Du hättest auch meinen Drucker gern benutzen können. Ach du, den hier bezahlt der Yard, samt der teuren Patronen und dem Papier. Und die Fotos wollen wir uns vor dem Einschlafen ansehen? Hm? Ich weiß nicht, ich hätte da schon, sagen wir, konkretere Vorschläge. Ich bin gespannt. Komm her. Na komm. Soll ich uns noch eine Flasche aufmachen? Gern. Der ist wirklich ausgezeichnet. So, das war das letzte Bild. Zeig mal her. Hm. Bis auf Küche und Flur sehen die aus wie für einen Immobilienkatalog. Hm, ich werte das als Lob. War's auch. Und warum lichtest du immer sämtliche anderen Räume mit ab? Einschließlich der Zimmer oben, die allesamt mit Bettlaken abgedeckt waren? Hm. Nenn es die Liebe zum Detail. Ich brauche einen Tatort immer in seiner Gesamtheit, um mir auch später noch ein Bild machen zu können. Ah. Einzelne Shots vom Fundort sind mir zu komplex, selbst wenn ich den Grundriss mitgeliefert bekomme. Ah, ja, ja, so sind die Künstler. Sag mal, meinst du, du könntest mir am Montag eine Kopie von Phils Abschlussbericht mitbringen? Klar, nur wofür? Willst du den korrigiert an ihn zurückschicken? Nein, aber möglicherweise bekomme ich darin Antworten auf meine Fragen. Was für Fragen? Mir sind am Tatort einige Dinge aufgefallen. Darum war ich auch so schnell mit der Kamera bei der Hand. Und mich würde interessieren, ob dein Kollege sie auch bemerkt hat. Jetzt machst du mich aber wirklich neugierig. Was ist dir aufgefallen, Robin? Hm? Nur ein paar Kleinigkeiten, die sich auf den Fotos verstecken. Tut mir leid, aber ich habe wohl zu viel Wein getrunken. Mir fällt nämlich nichts Ungewöhnliches auf. Vielleicht ist es auch nichts. Sag mal, kennst du den Brandsachverständigen? Na klar, ich habe seine Nummer im Büro. Brauchst du die? Zusammen mit der des zuständigen Rechtsmediziners. Hey, du bist hier auf Urlaub. Zumindest bis du mich vom Gegenteil überzeugt hast. Okay. Wie wär's dann mit einem kleinen Spaziergang? Draußen ist es sternklar. Sehr gern. Ich bin schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr abends draußen gewesen. Und das bei der traumhaften Landschaft. Schäm dich doch. Nun, vielleicht machen wir das ja in Zukunft mal öfter. Hm? Wie habe ich das denn zu verstehen? Ich ziehe mir nur schnell was an. Wow. Tja, scheint so, als wäre ich in eine perfekt gestellte Falle getappt. Den Sonntag verbrachten wir mehr oder weniger im Bett. Machen Sie sich selbst einen Reim drauf. So langsam fing ich an, mich zu fragen, warum Noreen und ich damals nicht direkt übereinander hergefallen waren. Wir hatten uns schon während der Ausbildung mehr als nur gut verstanden. Aber irgendwie war die Zeit zu schnell vergangen. Wir waren mit einem Mal junge Polizisten, von denen jeder auf seine Art Karriere machen wollte. Karriere. Was für ein unsinniges Lebensziel. Noreen rief mich am Montag vom Revier aus an und gab mir die Nummer von Mr. Burbridge, dem Brandsachverständigen. Der hatte auch glücklicherweise Zeit für mich. Kommt nicht oft vor, dass ich zweimal an einen Tatort bestellt werde. Aber wann haben wir schon mal den Yard hier? Maynard, schön Sie zu sehen. Vorab nochmals meine Bitte, dieses Treffen vertraulich zu behandeln. Dies ist keine offizielle Untersuchung seitens des Yards. Keine Sorge, ich sitze in einer Einmannabteilung und bin niemandem für mein Handeln Rechenschaft schuldig. Das vereinfacht die Sache. Kommen Sie, gehen wir rein. Dann können Sie mir sagen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Ja, gerne. Ja, ein Jammer um das schöne Haus. Ja, es ist wirklich ein Prachtstück. Hat man schon die Angehörigen informiert? Soweit mir bekannt ist, hatte der alte Gibbons keine. Aha. So, hier ist es. Selbst ein Laie kann erkennen, wo das Feuer entstanden ist. Die Rauchmarkierung an den Wänden ist mustergültig. Was ist hier genau passiert? Aus dem vorgefundenen Szenario kann man letztlich nur den Schluss ziehen, dass der auslösende Faktor ein elektrisch betriebener Heizlüfter war. Das Gerät wurde entweder umgestoßen oder etwas darüber gelegt. In beiden Fällen würde der Apparat durch den Verschluss von Ab- und Zuluftöffnung überhitzen, so
dass er in Brand gerät. Es kann natürlich auch ein Kurzschluss gewesen sein. Okay. Das Linoleum darunter geriet trotz der Tatsache, dass es schwer entflammbar ist, in Brand. Aber irgendwann ist dem Feuer die Puste ausgegangen, richtig? Als der Sauerstoff des Raumes verbraucht war, ging das Feuer vom Stadium der offenen Flamme ins Stadium des Schwelens über, was meines Erachtens eine wesentlich bedrohlichere Form des Brandes sein kann. Warum? Beim Schwelen handelt es sich um eine unvollständige Verbrennung aufgrund mangelnder Sauerstoffzufuhr. Dabei werden zum einen extrem toxische Gase freigesetzt, Kohlenmonoxid beispielsweise. 2 bis 3 Atemzüge reichen aus, um einen Menschen zu vergiften und umzubringen. Und wie geht das vor sich? Das Kohlenmonoxid bindet sich genau wie sonst der Sauerstoff an das Hämoglobin des Blutes. Nur besitzt Kohlenmonoxid eine weitaus höhere Bindungsaffinität als der Sauerstoff. Soll heißen, das Giftgas verdrängt den Sauerstoff und verhindert eine Wiederaufnahme. Die betreffende Person erstickt, obwohl sie verzweifelt ein- und ausatmet. Wow, das klingt übel. Gefährlich wird es auch, wenn man den Schwebrand zufällig bemerkt und plötzlich Sauerstoff ins Spiel kommt. Dann verbrennen nämlich die bei der sogenannten Pyrolyse entstandenen Gase und sonstige Partikel explosionsartig. Wie wahrscheinlich ist die Geschichte mit dem Kurzschluss? So wahrscheinlich wie die andere Theorie. Ich konnte zwar auf Anhieb keine gravierenden Mängel an dem Gerät feststellen, allerdings war der Apparat schon mindestens 30 Jahre alt. Damals hatten diese Geräte noch keinen Überhitzungsschutz. Dann darf ich das mal kurz zusammenfassen. Nur zu. Der Heizlüfter überhitzt und gerät in Brand. Dann der Boden, auf dem er steht. Und nach einiger Zeit verlöscht jedoch das Feuer und glimmt vor sich hin. Und glücklicherweise kommt es auch beim Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr zu einer Rauchgasexplosion. So steht es ungefähr in meinem Bericht. Wissen Sie, wo man die Leiche gefunden hat? Soweit ich weiß, in der Küche. Nicht ganz. Sehen Sie sich mal die Fotos an. In der Besenkammer? Ja, ganz genau. In der Besenkammer. Gekocht? Ach, verdammt. Und ich habe extra das ganze Haus gelüftet, damit du nichts merkst. Zwecklos. Was liest du da? Das ist der Bericht von Burbridge. Er war so nett, ihn mir per E-Mail zuzuschicken. Du bist immer noch mit dem Gibbons-Brand zugange? Ich musste mir doch mit irgendwas die Zeit vertreiben. Und? Neuigkeiten? Ja, ich glaube schon. Und welche? Sag mir erst mal, zu welchem Schluss mein Freund Phil gekommen ist. Kann ich dein Bier zu Ende trinken? Bitte, bedien mich. Lass mich raten, es war ein Unfall. Mr. Gibbons hat vermutlich durch Unachtsamkeit den Heizlüfter umgeworfen und somit den Brand selbst entfacht. Infolge der Rauchentwicklung ist er an den Rauchgasen erstickt. Kannst du hell sehen? Klar, sonst nehmen die dich doch nicht beim Herz. Du kommst Phils Version jedenfalls sehr nah. Hängt das mit dem Gutachten von Burbridge zusammen? Nee, denn Phil liegt mit seiner Beurteilung gründlich daneben. Du willst damit andeuten, dass es sich anders abgespielt hat? Wurde eine Autopsie angeordnet? Soweit ich weiß nicht. Hättest du was dagegen, wenn wir nach einem romantischen Dinner dem Rechtsmediziner ein paar Überstunden aufbrummen? Grundsätzlich nicht, aber jetzt sag mir doch mal endlich, was dich an der ganzen Sache stört. Ja, ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass man mit dem Feuer etwas vertuschen wollte. Vertuschen, sagst du? Mhm. Aber was denn? Gibbons ist nicht ausgeraubt worden. Außerdem war bei ihm sowieso nichts zu holen. Ich weiß. Aber du glaubst trotzdem, dass es sich anders abgespielt hat? Yep. Hast du auch Beweise dafür? Noreen, ein Mensch, der seit über 20 Jahren blind ist, entwickelt ein Gespür für seine Umwelt. Mhm. Mehr noch, er schärft seine ihm verbliebenen Sinne, Gehör, Geruch, Tastsinn. Davon kann man ausgehen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mr. Gibbons einen Heizlüfter umstößt, ohne es zu bemerken. Nun, von Miss Prescott wissen wir, dass sich Mr. Gibbons fast ausschließlich in der Küche aufhielt. Vielleicht ist er auf dem Stuhl eingeschlafen und hat nicht bemerkt, was passiert ist. Es kann ja auch ein technischer Defekt gewesen sein. Ja, dann wäre er an Ort und Stelle erstickt und anschließend verbrannt. Vom Stuhl ist schließlich nicht mehr viel übrig. Also, nehmen wir mal an, das Gerät ist selbst in Flammen aufgegangen. Dann muss es passiert sein, als er nicht in der Küche war. Okay. Kurz darauf kommt er zurück, vom Brandgeruch und den Geräuschen alarmiert. Das hätte zu einem Zeitpunkt geschehen müssen, als das Feuer noch recht klein war. Warum? Weil der Heizlüfter keine 2 Meter von der Besenkammer entfernt stand. Auf diesen Fotos kann man sehen, dass das Linoleum bis ungefähr zur Mitte des Raumes durch offenes Feuer verbrannt wurde und die Kammertür angekuckelt hat. Zeig mal. Mr. Gibbons kann schließlich nicht durch das Feuer spaziert sein. Also? Wenn du blind wärst und in einen Raum kämst, der offensichtlich brennt, wie würdest du dich verhalten? Hineinlaufen und versuchen, es trotz deines Handicaps zu löschen? Oder würdest du die Tür zuschlagen und die Feuerwehr rufen? Da sie von einem Nachbarn verständigt wurde, hat Mr. Gibbons wohl Ersteres versucht. Genau. Nur, dass sich auf keinem der Fotos ein Eimer oder Kochtopf findet, den er dazu benutzt hätte. Folglich hat Mr. Gibbons die Küchentür hinter sich geschlossen, die Besenkammer aufgesucht und sich dort zum Sterben hineingesetzt. Recht eigenwillig, wenn du mich fragst. Vielleicht war Mr. Gibbons ja recht eigenwillig. Das bin ich auch. Trotzdem würde ich mich nicht in eine enge Kammer hocken, um auf mein Ende zu warten. Kann er nicht hinterher in den Raum gekommen sein, als das Feuer schon ausgegangen war? Ihm wäre vom Ruß sofort der Atem genommen worden. Er stolpert nach Luft dringend durch den Raum, erreicht gerade noch die kleine Tür und... Und stirbt. Ja. Tja, das hat was für sich. Aber nach der Aussage von Burbridge hätte Gibbons höchstwahrscheinlich eine Rauchgasexplosion ausgelöst, wenn er die Tür geöffnet hätte. Hat er aber nicht. Nein, er setzt sich in die Besenkammer, ohne darin auch nur einen einzigen Fußabdruck zu hinterlassen. Und das, obwohl der Ruß in der Küche überall fingerdick lag. Es kann 100 andere Szenarien geben, Robin. Vielleicht hat er auch immer in der Kammer geschlafen. Natürlich. Ich stimme dir vollkommen zu. Alles ist möglich, aber ohne Autopsie sollte dieser Fall nicht zu den Akten und Mr. Gibbons nicht ins Grab gelegt werden. Ich hatte vergessen, wie hartnäckig du sein kannst. Dafür bekommst du als Entschuldigung ein ausgezeichnetes Abendessen, Lorraine. Der Gerichtsmediziner ließ sich nur schwer überreden, so spät noch eine Obduktion durchzuführen. Als ich den Knaben sah, wusste ich auch warum. Kein Schimmer, wer dem den Doktortitel verkauft hatte. Auf mich wirkte er jedenfalls, als ob er in seiner bisherigen Amtszeit noch nie einen Leichnam aufgeschnitten hätte. Soweit ich weiß, ist das Mr. Miles' Fall. Richtig. Und ich bin Mr. Miles' Vorgesetzter. Packen Sie mit an! Tja, ich glaube, den müssen wir erstmal ein bisschen abduschen. In dem Tempo dauert das die ganze Nacht. Du wolltest eine Autopsie, ne? Ja, ja, ich weiß. So ist besser. Also, auf den ersten Blick würde ich sagen, dass eine Kohlenmonoxidvergiftung als Todesursache ausscheidet. Warum? Weil das Gesicht des Toten dunkel angelaufen ist. Bei Kohlenmonoxid bleibt die Haut rosig und geradezu frisch. Dann waren es andere Rauchgase? Das wird sich zeigen. Aber so schwarz wie die Leiche war, gilt das fast als gesichert. Damit könnte man sich die ganze Arbeit eigentlich sparen. Tja, leider müssen wir darauf bestehen. Bitte sehr. Ich eröffne jetzt die Lungen. Im unteren Drittel sind deutliche Flüssigkeitsansammlungen zu beobachten, was auf ein Lungenödem als Folge einer Rauchgasvergiftung hinweist. So, es ist jetzt 9:45. Vielleicht sagen Sie mir mal, wonach ich bei diesem Leichnam im Speziellen suchen soll.
Bisher ist mir nämlich nichts aufgefallen, das auf etwas anderes schließen lässt, als auf ein Ersticken. Sekunde. Nick, ich bin's, Robin. Wie schnell kannst du unten in Brixham sein? Mit wem spricht er da? Keine Ahnung. Na, perfekt. Morgen passt ausgezeichnet. Ich schick dir gleich per SMS die Adresse. Ja, okay, bis dann. Wer ist Nick? Er ist Rechtsmediziner beim Yacht und er wird die Leiche morgen noch einmal untersuchen. Bitte? Ich will eine zweite Meinung, weil Ihre Autopsie schlampig war. Was bilden Sie sich ein? Das ist keine Einbildung. Ich war schon bei einigen Obduktionen dabei. Ihre war die eines Anfängers. Sie kommen hier spätabends an und... Ich beschlagnahme die Leiche bis auf Weiteres. Packen Sie sie wieder ein und bloß nicht noch einmal aus. Komm, Noreen, wir gehen. Okay. Ich glaube, du hast gerade einen weiteren Freund gewonnen. Tut mir wirklich leid, hier den Stadtbullen raushängen zu lassen. Aber bei der Arbeitsweise wundert es mich nicht, dass Brixham so eine niedrige Verbrechensrate hat. Du bringst mich damit in eine ganz schön prekäre Lage. Weißt du das eigentlich? Dafür werde ich gerade stehen, und zwar vor deinem Chief. Und du hast wirklich eine Woche Urlaub? Naja, das frage ich mich langsam auch. Ich habe den Chief noch nie so ruhig und sachlich erlebt. Das liegt an dem Ausweis. Wenn die Scotland Yard lesen, ducken die sich erstmal alle. Klingt bescheuert, aber ist so. Ah, sieh mal, der Postbote hat was hinter das Fenstergitter gesteckt. Was ist es? Ein Brief von einem Arzt. So, und so viel zum Postgeheimnis. Der Mann ist tot, Robin. Ist von einem Dr. Addison. Er schreibt, dass Mr. Gibbons Hund zur regelmäßigen Impfung müsse. Gibbons hatte einen Hund? Ja, merkwürdig. Hey, Moment mal, überhaupt nicht merkwürdig. Das wird ein Blindenhund gewesen sein. Das lässt sich ja feststellen. Im Haus muss es irgendwelche Hinweise darauf geben. Futter, Hundeleine und so ein Zeug. Da weiß ich was Besseres. Wir rufen Miss Prescott an. Oh, gute Idee. Mhm. Die dürfte sich eigentlich in allen Belangen von Mr. Gibbons auskennen. Schließlich schreiben die wenigsten Absender ihre Briefe in Blindenschrift. Ja, sie wird ihm seine Post vorgelesen haben. Ich dachte, Salki wäre bei dem Feuer auch umgekommen. Wurde ein Hundekadaver gefunden? Nein, das wüsste ich. Oh mein Gott. Dann muss er noch irgendwo im Haus sein. Vielleicht ist er ganz verängstigt und versteckt sich. Dann sollten wir in jedem Fall vorsichtig sein. Die brauchen Sie nicht. Salki ist absolut harmlos. Berühmte letzte Worte. Waren das wirklich alle Räume? Nicht, dass es nicht genug gewesen wären, aber... Ja, das waren alle. Die Hälfte der Zimmer hätten wir gar nicht zu durchsuchen brauchen. Es soll ja Hunde geben, die mit Türklinken umzugehen wissen, aber dass sie sich einfach in Luft auflösen... Ich weiß auch nicht, wo er geblieben ist. Er muss davongelaufen sein. Ein sehr untypisches Verhalten, wenn Sie mich fragen. Wenn Tiere ein Feuer wittern, eine offene Bedrohung, dann werden sie doch im Allgemeinen unruhig. Und Hunde fangen an zu bellen. Brauchen Sie mich noch? Würden Sie noch einmal kurz wiederholen, was Sie und Mr. Gibbons am Tag vor seinem Tod gemacht haben? Im Grunde war es immer der gleiche Ablauf. Ich habe ihm eine Mahlzeit aufgewärmt, aus der Zeitung und seiner Korrespondenz vorgelesen. Dann bin ich mit ihm an den Klippen spazieren gefahren. In Ihrem Wagen? Nein, nein. Mr. Gibbons saß in seinem Rollstuhl. Ich habe ihn geschoben. Okay, sagen Sie, wissen Sie, ob jemand Mr. Gibbons beerbt? Wie gesagt, soweit ich weiß, war er allein. Warum? Aus keinem bestimmten Grund. Haben Sie vielen Dank. Wir rufen Sie wieder an. Ja, ist gut. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Wiedersehen. Und, sind wir schlauer geworden? Ich für meinen Teil muss das verneinen. Es muss irgendein Motiv für die Tat gegeben haben, Noreen. Niemand versucht, einen alten Mann samt Haus einzuäschern, ohne dabei einen bestimmten Zweck zu verfolgen. Pass auf, dass du dich nicht zu sehr in deine Theorie verrennst. Könnte ja auch sein, dass Gibbons Selbstmord begangen hat. Das wäre zu einfach. Bitte sag mir, dass du was gefunden hast, Nick. Ich hab was gefunden, Robin. Ja, und was? Du wirst staunen. Wo fange ich gleich an?
Jetzt mal... Oh, entschuldige, das ist Noreen Sullivan, Detective Inspector. Freut mich außerordentlich. Ich bin... Das ist Nick der Ghoul, der beste Mann beim Yard, wenn es darum geht, Tote zum Sprechen zu bringen. Vielen Dank, Robin. Eigentlich Nick Gower. Willkommen in Brixham, Nick. So, und jetzt lass hören. Okay. Rein äußerlich betrachtet haben wir es hier mit einem typischen Brandopfer zu tun, das im Rauch erstickt ist. Als ich aber Abstriche der oberen Schleimhäute genommen habe, erlebte ich die erste Überraschung. Ich fand keinerlei Rußpartikel. Kann er sich ein Taschentuch vor den Mund gehalten haben? Es müsste dann aber schon ein verdammt fein gewebter Stoff sein, wenn er nicht mal die kleinsten Partikel durchlässt. Abgesehen davon gelangt immer was in die oberen Atemwege. Bei der Leiche lag kein Taschentuch oder ähnliches. Das hätte der gute Gibbons auch gar nicht gebraucht. Denn zum Zeitpunkt des Brandes war er schon mindestens 3 Tage tot. Drei Tage? Irrtum ausgeschlossen? Nun, der feine Ruß hat den Körper mit einem schmierigen Film überzogen. Das überdeckt optisch durchaus kleine Fäulnisherde. Aber sie sind da. Hier und hier. Und um das zu untermauern, kamen mir auch noch diese kleinen Jungs hier entgegen. Das sind Maden. Der ganze Rachen war voll davon. Sie müssen heute geschlüpft sein, und zwar in der Lunge. Das bedeutet, dass Fliegen dem Leichnam bereits einen Besuch abgestattet und ihre Eier abgelegt haben. So ein Zyklus vom Ei zur Made dauert eine gewisse Zeit. Bei dieser Fliegenart nachweislich 3 Tage. Kannst du mir sagen, ob Gibbons ermordet wurde? Nun... Mit letzter Gewissheit kann ich das beim momentanen Stand der Ermittlungen nicht sagen. Mit Sicherheit aber ist er nicht in der Besenkammer gestorben. Und schon gar nicht bei dem Brand. Der hiesige Pathologe sprach von einem Lungenödem, das durch Brandgase verursacht wurde. Lungenödem ist richtig. Die Ursache aber eine andere. In den Augen fand ich mehrere geplatzte Äderchen. Ein Indiz dafür, dass das Opfer heftig nach Luft gerungen haben muss. Allerdings strömte dann kein Rauch in seine Lungen, sondern Wasser. Er ist ertrunken? Die Art seines Lungenödems ist typisch für Menschen, die im Meer ertrinken. Sie atmen in Panik Salzwasser in die Lunge ein, was zusätzlich zu einer Verschiebung von Flüssigkeit aus dem Blut in die Lungenkapillaren führt. Das liegt an den hygroskopischen Eigenschaften des Salzes. Dann ist er also im Meer ertrunken? Das kommt nicht nur wegen der topografischen Nähe in Betracht. Ich fand in den unteren Lungensegmenten kleine Algenreste. Die muss ich mir aber noch unter dem Mikroskop ansehen und bestimmen. Robin, ich finde, wir sollten uns noch mal dringend mit Miss Prescott unterhalten. Ja, ich frage mich auch gerade, warum sie einer Leiche was zu essen auftischen und dann spazieren fahren sollte. Vielleicht hat sie einen ähnlichen Hang wie der liebe Norman Bates. Oder sie hat auch ein Problem mit den Augen. Stichwort Augen. Ich habe mir von Gibbons Hausarzt die Krankenakte faxen lassen. Daraus geht hervor, dass er nicht komplett blind war. Sein Sehvermögen betrug Anfang des Jahres noch 8-9%. Das heißt, dass er noch etwas sehen konnte? Auf die Entfernung vielleicht nur noch Schatten, aber aus kurzer Distanz... Tja, willst du Phil anrufen oder soll ich das machen? Wunderbarer Tag, nicht wahr? Ja, Sally. Ich spüre die Sonne auf meiner Haut und die leichte Brise. Nichts hat sich verändert. Wenn Sie möchten, gehen wir heute ein Stück weiter als sonst. Sehr gern. Bis zum Sandman's Lodge. Dort ist es zu abschüssig. Ich bekomme Sie dann nie mehr den Berg raufgeschoben. Ach, Mädchen. Meine Augen sind zwar nicht mehr zu gebrauchen, aber meine Arme sind gesund. Ich werde kräftig mithelfen. Und wenn es nicht ausreicht? Dann gehe ich die paar Meter eben zu Fuß. Ich kenne die Gegend hier doch wie meine Westentasche. Und ich weiß, was ich mir zumuten kann. Es ist Ihre Entscheidung. Dann auf zum Sandman's Lodge. Wir sind da, nicht? Woher wissen Sie das? Ich weiß, wie der Weg verläuft. Und ich weiß, wie sich das Meer hier anhört. Es ist gerade Flut, nicht wahr? Ja. Die ganzen Sandbänke sind überflutet. Wir müssen auf die Möwen aufpassen. Sie nisten hier rechts in den Hecken und auch dort in den Dünen. Manchmal glaube ich, sie tun nur so, als ob sie blind sind.
Woher wissen Sie das alles? Ich habe alles noch genau vor Augen, wie es damals war. Und hier draußen hat sich ja glücklicherweise nichts verändert. Wir sind jetzt beim Abhang. Das ist viel steiler, als ich erwartet hatte. Keine Sorge, ich werde die Bremse an den Rädern ein wenig anziehen. Wir können... Meinen Sie wirklich, dass das eine gute Idee ist? Sally, ich will nur einmal kurz runter und die Brandung an meinen Füßen spüren. Also gut. Haben Sie sich auch gut festgeschnallt? Natürlich. Ich muss aber nicht im eiskalten Wasser planschen, oder? Nein, keine Sorge. Mr. Gibbons, die Bremse! Sally! Die Wieso Bremse! Haben Sie? Sie müssen die Bremse ziehen! Sally! So! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich konnte nichts machen. Ich stand dort oben und war wie erstarrt. Ich musste mit ansehen, wie Mr. Gibbons im flachen Wasser ertrank. Ihrer Schilderung entnehme ich, dass es ein Unfall war. Die Bremsen haben sich irgendwie gelöst. Es ging alles blitzschnell. Von der einen auf die andere Minute war Mr. Gibbons einfach tot. Vom Badeunfall bis zur Einäscherung sind es aber noch einige Schritte, die ich mir gerne von Ihnen erläutern lassen würde, Miss Prescott. Ich hatte einfach panische Angst, dass man mich wegen Mordes anklagen würde. Wieso hätte man das tun sollen? Unfälle mit tödlichem Ausgang passieren jeden Tag, auch ohne, dass den Beteiligten dafür der Prozess gemacht wird. Aber ich hatte doch ein Motiv. Und was wäre das für eins gewesen? Na, das Haus und das Grundstück. Erklären Sie uns das bitte. Mr. Gibbons hatte mir immer wieder gesagt, dass er mich in seinem Testament nicht vergessen werde. Er könne schließlich nichts mit ins Grab nehmen. Aus Dankbarkeit Ihnen gegenüber? Ja. Dabei habe ich es gern gemacht. All die Monate. Ich wollte das Haus doch gar nicht. Weiter. Und was haben Sie dann gemacht? Es gelang mir unter großen Mühen, den Rollstuhl mit Mr. Gibbons wieder nach oben zu ziehen. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich einfach nur neben ihm gesessen habe. In seiner Küche. In seinem geliebten Haus. Und dann fassten Sie den Entschluss, ihn in seinem geliebten Haus zu bestatten. Ich habe ihn in die Kammer gesetzt, weil er vom Stuhl immer wieder runterrutschte. Dann habe ich den Heizlüfter angestellt und mit einem Handtuch abgedeckt. Ich wollte alle Spuren beseitigen. Nur leider ist das Feuer ein bisschen zu früh ausgegangen. Was haben Sie mit dem Hund gemacht? Ich bin stundenlang gefahren und habe ihn schließlich vor einem Tierasyl angebunden. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Werden Sie mich jetzt wegen Mordes verhaften? Nein, aber Sie werden sich darauf einstellen müssen, dass man Sie wegen vorsätzlicher Brandstiftung und Verschleierung eines tödlichen Unfalls anklagen wird. Sie werden in der Stadt bleiben müssen und sich täglich auf dem Revier melden. Das verstehe ich. Ich bin so erleichtert. Jetzt, wo ich Ihnen die Wahrheit gesagt habe... Gut. Phil, würdest du Miss Prescott bitte erkennungsdienstlich aufnehmen lassen? In Ordnung. Bitte, kommen Sie. Robin, ich bin's. Wie schnell kannst du beim Seaside View sein? Ich muss offen zugeben, dass ich von dem Geständnis der jungen Frau überrascht wurde. Es gab dem Fall Gibbons eine Wendung, an die ich bei aller mir zu Gebote stehenden Fantasie nicht gedacht hätte. Trotzdem wollte Noreen es genau wissen. Einsam genug ist es hier allemal. Und die Häuser liegen alle mindestens 150 bis 200 Yards abseits der Klippen. Mhm. Ja, und dazwischen stehen hohe Bäume und ganze Wälder aus Hecken. Soweit scheint die Geschichte also plausibel zu sein. Jetzt bräuchten wir nur noch das Testament. Das wird ein Spaß. Sämtliche Schränke durchzuwühlen. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Tja, weiß der Teufel, wo der alte Knabe seine Papiere gebunkert hat. Oh. Ah, hier. In der Dose sind ganz viele Briefe. Lass mal sehen. Aha. Sieht so aus, als hätte er hier sämtliche Post drin gesammelt. Lass uns das nebenan durchsehen. Dieser Brandgeruch ist derart widerlich. Hier ist aber auch alles schwarz. Aber es riecht nicht so stark. Ach, sieh mal an, ein Aquarium. Ja,
Und die armen Fische scheint ein ähnliches Schicksal ereilt zu haben wie die deinen. Haha. Ich glaube eher, dass der Ruß das Wasser in reines Gift verwandelt hat. Sag mal, wozu hatte der überhaupt Fische? Tja, alte Männer und ihre Hobbys. Da waren sogar 5 Gürtelbarben dabei. Robin? Ja? Hier. Das ist ein Vorvertrag für einen Grundstückskauf. Was? Sag mal her. Spring Wellness Company. Mhm. Sieht so aus, als hätte der alte Gibbons Haus und Habe verkaufen wollen. Das Unternehmen hat seinen Sitz hier in Brixham. Oh, guck mal hier. Hier ist noch mehr. Das ist ein Wertgutachten des Hauses samt dem Grundstück. Von wann? Keine 2 Wochen alt. Dann war es ihm anscheinend ernst mit der Sache. Ja, aber ich glaube kaum, dass sich die Spring Wellness Company und unser Rollstuhltaucher auf einen Preis geeinigt hätten. Hier. Oh, die Kluft ist aber gewaltig. Ja. Nick, was ist los? Ich dachte, du wärst längst schon wieder auf dem Aha. Moment mal, was soll das heißen? Was stimmt nicht? Ist gut, wir kommen. Neue Überraschungen? Scheint so. Nick erwartet uns in der Sektion. Wollen wir? Sag mal, ja? Wie gefällt's dir hier eigentlich an der Küste? Sehr gut. Tolle Landschaft, nette Leute, schicke Häuser. Warum fragst du? Och, nur so. Na komm, wir gehen. Hoppla. Hey, was macht der denn schon wieder hier? Wie wär's mit Ihrer Arbeit? Danke, ich bin schon groß und krieg das alleine hin. Aber ohne weiße Samthandschuhe. Hier, Nuri. Das hat mir gerade der Anwalt von Mr. Gibbons gebracht. Was ist das? Was das ist? Natürlich das Testament von Mr. Gibbons. Ach, ja, natürlich. Und, was steht drin? Phil, Robin ist einer von den Guten. Bitteschön. Also, es scheint so, als hätte Miss Prescott ihre Wirkung auf ihren Gönner ein klein wenig überschätzt. Sie wird in dem Testament nicht erwähnt. Der ganze Besitz wird an die Gemeinde Brixham fallen. Der Anwalt sagte, er sei zwar mal wegen einer Änderung des Testaments angerufen worden, diese sei aber letztlich nicht zustande gekommen. Mr. Gibbons hatte den Termin in letzter Sekunde abgesagt. Damit wäre Miss Prescott vorläufig raus aus der Mordgeschichte. Bei ihrem Verhör gab sie zu Protokoll, dass Gibbons beabsichtige, das Testament zu ihren Gunsten zu ändern. Aber sie konnte sich letztlich nicht sicher sein. Wo wolltet ihr denn hin? Runter in die Sektion. Na, bitte, dann komme ich mit. Ich bin ja auch einer von den Guten. Jetzt wirf bitte nicht wieder alles über den Haufen, was du uns beim letzten Mal erzählt hast. Naja. Nick, bitte. Ich habe die Algen untersucht, die in Gibbons Lunge waren. Leider kommt diese Art nicht im Meer vor. Sie wächst ausschließlich in Süßwasser. Na großartig. Sonst noch was? Ja, beim Verschließen der Körperhöhlen fiel mir ein schmaler, blutunterlaufener Abdruck im oberen Brustbereich auf. Hier. Er verläuft unterhalb der Schlüsselbeine, quer über den Brustkorb bis zu den Oberarmen. Ein scharfer Strich, wie mit dem Lineal gezogen. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, woher das stammen könnte? Also ich muss passen. Fest steht jedenfalls, dass dieses Hämatom zu Lebzeiten entstanden ist. Dann ist Mr. Gibbons nicht im Meer ertrunken? Ich habe Proben des Lungenwassers entnommen. Der pH lag bei 6,3. Das ist Süßwasser. Der von Meerwasser liegt zwischen 7,5 und 8,4. Dann haben wir jetzt ein Geständnis, das an der Autopsie zerbricht. Vielleicht sollte man eine dritte Expertise einholen. Warum nicht? Anbei möchte ich jedoch bemerken, dass ich nach der Wasseranalyse die Kleidung von Mr. Gibbons untersucht habe. Geht man davon aus, dass die Leiche nicht neu eingekleidet wurde, dann muss sie nach der Trocknung sehr sorgfältig ausgebürstet worden sein. Es finden sich weder Sand noch Algen noch Salzkrusten. Und das konnten Sie unter dem Ruß erkennen? So ist es. Ich schätze, ich werde Miss Prescott nochmal einen Besuch abstatten müssen. Warum das denn?
Miss Prescott führt ein unscheinbares Leben. Ledig, arbeitet halbtags in der Bücherei und ist vorher nie strafrechtlich auffällig geworden. Aber sie hat uns offenbar erneut angelogen. Noreen, sie hat sofort ein Geständnis abgelegt, nachdem wir sie mit der Tatsache konfrontiert hatten, dass Mr. Gibbons ertrunken sein muss. Da war kein Versprecher drin, kein Herumgedrucksel. Sie hat uns einen schlüssigen, wenn auch ungewöhnlichen Ablauf der Ereignisse erzählt. Und anscheinend haben du und Mr. Mayday das vor Ort auch bestätigen können. Also, warum der Aufwand? Naja, sie hatte Zeit genug, sich eine Story zurechtzulegen. Ganze 3 Tage. Vielleicht hat sie auch eine Geschichte aus einem Buch benutzt. Nick, das mit dem Süßwasser und der Alge... Ist 100% sicher. Ja? Gibt's da in der Nähe vielleicht ein Gewässer? Im Garten ist ein Teich, soweit ich weiß. Aus dem brauche ich Wasserproben. Ach, macht doch, was ihr wollt. Für mich ist das nicht nachvollziehbar. Der Fall Gibbons ist abgeschlossen. Das ist er erst, wenn ich es sage, Phil. Wie sollen wir es machen? Du holst die Getränke, ich das Fleisch. Okay. Dann bis später. Bis später. Sag mal, bahnt sich da was an zwischen euch? Was? Hat man das gemerkt? Ich war mir nicht sicher. Tja, und ich dachte, du verstehst dich nur auf Leichen. Ja, bitte? Guten Tag. Detective Inspector Sullivan. Mrs. Miss Cutler. Was kann ich für Sie tun, Inspektor? Wohnt hier eine Miss Prescott? Wer ist das denn, Darling? Oh, Sie sind es. Möchten Sie Sally schon wieder verhören? Nun, ich hätte noch 1-2 Fragen. Nichts Besonderes. Bitte, kommen Sie herein. Danke. Als du von einem Picknick im Mondenschein erzähltest, hatte ich mir, naja, das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ach ja. Mhm. Wir haben es hier doch schön gemütlich in deinem Wagen. Es gibt kaltes Hähnchen, Rotwein und wir haben sogar Musik. Ja, und nebenbei observieren wir dieses, wie soll ich sagen, dieses dämliche Haus. Es dauert bestimmt nicht mehr lange. Und danach fahren wir zum Meer und ich lasse uns Wasser ein. Daraus wurde leider nichts, denn jetzt kommt der etwas unangenehme Teil meines Urlaubs. Was kurz darauf geschehen sollte, wird mich möglicherweise den Rest meines Lebens begleiten. Noch Hähnchen? Deine Ruhe möchte ich haben. Ich hoffe nur, dass wir diesmal endlich die Wahrheit erfahren. Hätte nicht gedacht, dass das Wasser aus dem Teich auch eine Niete wäre. Nun, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Du nimmst mich auf den Arm. Einen Beamten von Scotland Yard? Das würde ich mir nie erlauben. Jetzt sag schon. Sei nicht so ungeduldig. Ich weiß ja noch nicht mal, was du den beiden heute erzählt hast. Das war ja wirklich nur ein kurzer Besuch. Ich hatte Schlimmeres befürchtet. Die Sachlage ist ja weitestgehend klar. Haben Sie einen guten Anwalt? Ja, mein Firmenanwalt wird Sally vertreten. Er kennt sich auch im Strafrecht bestens aus. Glauben Sie, dass ich ins Gefängnis muss? Das wird der Richter entscheiden. Aber ein guter Strafverteidiger ist meist die halbe Miete. Sagen Sie, was wird jetzt eigentlich aus dem Haus? Das fällt an die Stadt. Erfahrungsgemäß wird die es weiterverkaufen. Vorher aber werden wir das Haus noch einmal nach wichtigen Unterlagen durchsuchen. Morgen früh, denke ich. Also, einen schönen Tag noch. Die beiden sind also ein Paar? Sie wohnt dort. Geh davon aus, dass es so ist. Die kleine, schüchterne Miss Prescott. Hey, das dürften sie sein. Schön dreist. Die fahren sogar die Auffahrt hoch. Komm, Süße. Wir müssen das Picknick kurz unterbrechen.
Sie sind schon im Haus. Und wann schlagen wir zu? Wenn Sie die Dose haben. Sind nur Messer. Du hättest die Briefe sofort vernichten müssen. Du hast doch gesagt, das Feuer würde sowieso alles zerstören. Es bliebe nichts übrig. Das waren deine Worte. Ja, ich weiß. Wo hat der Kerl jetzt seine Post aufbewahrt? In einer großen Gebäckdose. Wenn wir die haben, können wir sofort wieder verschwinden. Ganz sicher? Ja. Sämtliche Unterlagen hat er da reingepackt. Bankauszüge, Rechnungen, alles. Auch das Angebot? Das liegt auch da drin. Moment. Die Dose sollte eigentlich... Ich hab sie. Oh, ein Glück. Schnell, mach sie auf. Was? Was ist das denn? Sie sind verhaftet. Ja, sie? So ist es. Sie sind beide verhaftet. Das Ganze war also nur arrangiert. Damit sie brav hineintappen. Richtig. Ich verhafte sie beide wegen des dringenden Mordverdachts an Mr. Gibbons. Und wieso? Sie wissen doch, was passiert ist. Ja, das weiß ich jetzt. Nicht zuletzt, weil sie beide hier sind. Dann lass mal hören. Also, Sally Prescott hatte den Auftrag, dem alten Gibbons das Haus abzuschwatzen, damit ihre Freundin, Miss Cutler, die nebenbei die Eigentümerin von Spring Wellness ist, es für einen niedrigen Preis kaufen kann. Ich habe mich über die Firma erkundigt. Die Wellness-Branche boomt und ihr Unternehmen musste dringend expandieren. Wahrscheinlich wollten sie hier eine Wellness-Klinik errichten. Ich hatte ihn fast so weit, diesen perversen alten Greis. Was glauben Sie, was ich alles über mich ergehen lassen musste, bis ich ihn so weit hatte? Aber dann... So, meine Süße. Und du meinst, ich soll das Angebot unterschreiben? Natürlich. Sie zahlen ihn doch viel mehr, als das Wertgutachten bescheinigt hat. 550.000 Pfund. Ja. 550.000 Pfund. Für das Haus und das ganze Grundstück. Und wie viel war der angebliche Verkehrswert nochmal? Moment. Hier ist es. Ihr Anwesen hat einen gegenwärtigen Verkehrswert von 495.000 Pfund. 495.000, genau. Gib mir doch mal kurz den Brief, mein Kind. Hier, bitte. Das ist ja merkwürdig. Ich lese hier, dass das Anwesen 1,2 Millionen Pfund wert sei. Wie? Ja, du glaubtest wohl, ich sei ein seniler alter Sack, der von nichts mehr eine Ahnung hat. 495.000 Pfund, das war es vor 20 Jahren schon wert. Sie sind gar nicht blind? Mein Augenlicht reicht noch aus, um dich und deine Lügen bloßzustellen, du Miststück. Und taub bin ich auch nicht. Glaubtest du, ich hätte nicht mitbekommen, wie du ständig mit dieser Person telefoniert hast, dass du mich bald so weit hättest? Und vielleicht würdest du das Geld aus dem Verkauf sogar noch erben. Ich habe dein Lachen nicht vergessen. Aber das mit dem Testament kannst du vergessen. Du wirst keinen roten Heller kriegen. Und das Haus werdet ihr auch nicht kriegen. Ich verkaufe nicht. Auch nicht für 2 Millionen. Ich werde hier wohnen. Bis zum Schluss. Und morgen werde ich zu meinem Anwalt gehen. Und jetzt mach, dass du hier fortkommst. Ich will deine verlogene Stimme nie wieder hören. Dann hat er mich rausgeworfen. Was er nicht wusste, war, dass ich mir längst einen Hausschlüssel hatte machen lassen. Darling, ich bin es. Wir sind aufgeflogen. Frag jetzt nicht. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Der bringt's fertig und zeigt uns an. Und wenn das rauskommt, machen die Investoren garantiert einen Rückzieher. Dann ist das Projekt gestorben. Gut, ich warte vor der Einfahrt. Wir haben gewartet, bis es 20 Uhr war. Dann sind wir in sein Haus geschlichen. Salki kannte mich ja und blieb deshalb ruhig. Ich sperrte ihn direkt in den Keller. Er ist tatsächlich im Wohnzimmer. Hab ich dir doch gesagt. Um Punkt 8 füttert er seine widerlichen Fische. Ja, und heute Abend macht er das zum letzten Mal. Ja, meine Lieben, ihr bekommt jetzt euer Futter. So, hier habt ihr euer Abendessen. Und diesmal gibt es noch ein Dessert dazu.
zu Hilfe! Jetzt hilf mir schon! Der Kerl ist stärker, als ich dachte! Sehr gern! Also habe ich Janine geholfen, bis er endlich aufgehört hat zu zappeln. Sie haben ihn eiskalt im Aquarium ertränkt. Das Aquarium, die Algen. Aha. Und jetzt wissen wir auch, woher er diesen schmalen Abdruck auf der Brust hat. Das war die Glaswand des Aquariums. Warum haben Sie das getan? Ihr Unternehmen wirft auch viel Geld ab. Sie hätten jeden Preis bezahlen können. Natürlich hätte ich auch den rechtmäßigen Kaufpreis zahlen können. Aber wie das so ist, ich wollte halt Geld sparen. Auf das Grundstück hatte ich schon lange ein Auge geworfen. Und es war ein glücklicher Zufall, als ich Sally kennenlernte. Ob das als glücklich zu bezeichnen ist, wage ich zu bezweifeln. Jedenfalls aus der Sicht des Opfers. Und zusammen heckten sie einen Plan aus, wie sie den alten Mann übers Ohr hauen konnten. Aber warum wollten sie das Haus niederbrennen? Ach, weil es sowieso abgerissen worden wäre. Ach, trotzdem verstehe ich die Tat nicht. Das Haus fällt der Gemeinde Brixham zu. Sie kennen eben den Immobilienmarkt nicht. Die Stadt verkauft solche Filetstücke zu Schleuderpreisen, weil die Kassen leer sind. Die setzen den Preis immer deutlich unter dem Verkehrswert an. Sie wären also so oder so an das Haus gekommen. Entweder durch den Betrug oder den Mord. Und Ihre Freundin war sogar bereit, im Falle einer Verurteilung für Sie ins Gefängnis zu gehen. Es wäre eine Bewährungsstrafe geworden. Ich ziehe meinen Hut vor so viel Kaltblütigkeit. Allerdings werden Sie beide diesmal nicht mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Können wir dann? Moment noch. Was ist? Das hier ist für Sie! Ja. Robin! Lauf! Bleiben Sie still! Robin, mein Gott, Robin. Frag mich doch nochmal, wie es mir hier gefällt. Hier spricht Detective Inspector Sullivan. Ich brauche sofort Unterstützung. Seaside View Nummer 11. Und schicken Sie einen Krankenwagen. Ein Beamter wurde schwer verletzt. Robin, halt bitte durch, Robin. Verdammt. Hilfe ist auf dem Weg, Robin, halt durch. Das muss ausgerechnet mir passieren. Anstatt wollen. Sie ahnen es vielleicht schon. Ich habe die Sache überlebt. Aber es war knapp. Die liebe Miss Cutler verfehlte meine Bauchschlagader nur knapp um 2 Zentimeter. Das saubere Duo wurde natürlich gefasst. Aber mit den Einzelheiten, mit denen möchte ich Sie nicht langweilen. Den Hund hat man übrigens auch gefunden. Den hatten sie stranguliert und im Teich versenkt. 8 Tage später wurde ich endlich aus dem Krankenhaus entlassen. Am Sonntag vor meiner Abreise saßen Noreen und ich auf ihrer Terrasse. Und ich tat etwas, was wahrscheinlich kein Polizist Englands verstehen wird. Ist das wirklich dein Ernst? Glaubst du, ich finde es toll, bei dieser Provinztruppe anzuheuern? Und dann auch noch unter deinem Kommando? Wirklich nett von Phil, dass er sich hat versetzen lassen und ich jetzt seinen Posten haben kann. Aber deine Karriere beim Yard? Weißt du, wie egal mir das ist, Noreen? Oh. Alles, was mir wirklich wichtig ist, sitzt hier vor mir. Und da bist du dir ganz sicher? Darling, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir auf Anhieb sicher war. Das muss ein Traum sein. Ein wunderschöner Traum. Ja, ich glaube nicht, dass meine toten Fische in London das genauso sehen.